Ninja. Ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends. Zur Fortsetzung der World Tour. Denn beim letzten Mal haben wir dort eine Verfolgung gefahren. In Asien, in Dockside. Wo wir nicht viel Zeit hatten, aber wir haben es am Ende doch geschafft, den Grasa zu stoppen. Und können wir weitermachen mit der Sportserie. Und zwar diesmal wird er ein bisschen gecrashed, mal wieder. Und zwar in Waterfront. Und zwar machen wir diesmal die Danger Zone. So sieht's aus, die Danger Zone. Und ich werde gucken, wie gefährlich wir jetzt erst recht machen können. Ja, das ist halt eine unsere Aufgabe. Wir machen jetzt erst zur Danger Zone. Finde ich, ist meine Meinung, ne? Ein Auto ist halt tief liegen. Wir starten dort. Und bringen wir die Sprungsanze. Oh, das ist ähnlich wie die Schmarten. Okay, mal gucken, wie wir hier abschneiden werden. Wir haben hier auf jeden Fall die Bedingung. 80.000 Crash-Dollar müsste mindestens sein für Bronze, um weiterzukommen im Rahmen der Crash-Serie. Dann gibt es 350.000 Crash-Dollar. Ab da gibt es Silber. Wenn man es schafft, 600.000 Crash-Dollar zu erreichen, kriegen wir sogar Gold. Also eine ordentliche Anforderung mittlerweile. Dazu brauchen wir 12 Totalschäden bis zum Crashbreaker. Also auch nicht wenig. Also würde ich sagen, ja, los geht's. Gucken, wie weit wir loslegen können. Ich weiß nicht, was besser ist, um mal hinzufliegen. Wird so funktionieren, einfach loszufliegen. Ab die Post! Also, ich krieg einen Bronzebonus noch, ey, wenn das nichts ist. Alles rein da, eine gute Stube. Jawoll! 56.000 bringt das nämlich. Ja, das ist doch super. Da haben wir jetzt 76.000 verursacht an Schaden, haben damit Gold erreicht. Das war ja, was für ein Crash, ey, das war ja, wow. Das ist wirklich eine Danger Zone. Gerade die Tanklaster war sehr gefährlich. So, jetzt ist die Winter noch freigeschaltet. Und neuen Rekord natürlich. Haben wir ja noch nie gefahren. Also, 28 Totalschäden gab es. 28 Schäden haben wir verursacht. 76.000. Ja, haben die 12,3 Millionen jetzt mittlerweile erreicht. In den ersten 15 Millionen immerhin. Das ist doch was. Und ja, das wird wieder gewesen sein schon wieder mit der Crash-Kreuzung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Denkt daher wie immer an die Kommentare unter die Bewertungen und an die Glocke. Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook. Um auf der Stand zu bleiben. Ihr könnt Beitritt in Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben. Mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.